Herzlich willkommen in Paris. Herzlich willkommen im legendären Parc des Princes. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Liverpool könnte aus meiner Sicht ein Team der Zukunft sein, wenn man den Weg weitergeht. Ja, wenn man Geduld hat. Ich glaube, das ist momentan im englischen Fußball das Wichtigste. Man darf nicht die Geduld verlieren. Du kommst nicht über Nacht zurück an die Spitze. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Virgil van Dijk spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. Mohamed Salah steht mit Diogo Jota auf dem Flügel. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. PSG eröffnet diese Partie mit dem Anstoß. Er spielt steil. Aha, wäre durchaus die Schusschance. Die Fans sehen es auch so. Da fehlen Zentimeter. Van Dijk. Deine Einschätzung, Buschi, was ist heute von Neymar zu erwarten? Tja, der kann am Ball natürlich an. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ball ist beim Torwart. Henderson. Darwin ist das. Und jetzt Thiago. Henderson. Diogo Jota, es läuft für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. PSG ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Messi jetzt am Ball. Neymar hat ihn. PSG lauert auf die Chance. Gut den Körper eingesetzt. Fabian. Super, Messi. Alisson mit der Parade. Henderson. Darwin ist das. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Da hat Mbappé einige Optionen. Jetzt Neymar. Gut verteidigt hier. Kylian Mbappé Lautin.
Ball geht direkt zum Gegner. Jetzt der Angriff über Mbappé. Mbappé. PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Darwin. Ja, setzt gut den Körper ein. Gute Aktion. Mbappé. Das ist Thiago. Diogo Jota. Mehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Thiago, schöner Pass. Und jetzt Thiago. Chance jetzt zum Führungstor. Sie holen sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Hier ist nochmal die Entstehung dieses Treffers. Thiago an seinem Bewacher vorbei. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Und jetzt muss PSG hier passende Antworten finden. Mbappé. Messi jetzt am Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Achraf Hakimi. Hakimi. Und dann ist der Ball doch weg. Liverpool tut sich in diesem Spiel schwer, was die Ballbesitzquote angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt heißt es erstmal aufpassen bei diesem Angriff. Jetzt Messi am Ball. Messi mit dem Ball. PSG lauert auf die Chance. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Den hat Alisson, natürlich. Liverpool mit dem Einwurf. Jetzt haben sie den Ball verloren. Hakimi jetzt vielleicht über den Flügel. Schuss für Mbappé. Ist er gefährlich? Alle wissen's, aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Tors. Und ich denke, den kannst du fast nicht halten, obwohl es die Torwart-Ecke ist. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Liverpool lauert auf seine Chance. Aber dann können sie da doch nichts draus machen, Ball ist weg.
Und nun Messi. Hakimi. Achraf Hakimi könnte den Konter geben. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Neymar. Neymar mit dem Ballverlust. Diogo Jota. Jetzt könnte er über außen kommen. Damit ist der erste Durchgang hier im Parc des Princes beendet. Liverpool hat Anstoß und damit geht die Partie hier weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Liverpool macht das Tor. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Mbappé. Wird's jetzt gefährlich. Das macht er ganz energisch. Neymar muss es machen. Glanzparade von Alisson. Auch das war wieder nur überragend. Neymar mit der Ecke. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Kurze Ecke. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Sie können kontern. Spielt den Ball zum Gegner. Mbappé. Ball ist bei Ferrati. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Fabinho. Diogo Jota. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Neymar. Zurück zum Mbappé. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Diogo Jota. Darwin ist das. Liverpool lauert auf seine Chance. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. PSG war hier in den letzten Minuten bei der Ballbesitzquote die Klasse. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Alisson hält, Ball ist noch im Spiel. Fabian. Ist es das jetzt? Und Messi macht ihn rein. Da ist er zur Stelle und klar, so eine Chance nutzt er natürlich. Oh.
Ball geht in die Torwartecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Alexander Arnold. Liverpooler Platz. Flanke kommt nicht durch. Wir sehen die kurze Variante. Jetzt Salah mit der Flanke. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Da erobert er den Ball. Das könnte vielleicht was werden. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Jetzt ist Platz für den Konter. Verteidigt da den Ballbesitz. Robertson. Diogo Jota. Ball wieder zu Thiago. Diogo Jota. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Alexander Arnold. Starkes Tackling hier. Super, Messi. Jetzt Neymar. Den hat Alisson, natürlich. Und jetzt PSG nochmal in der Offensive. Jetzt Neymar. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Schöner Pass da. Jetzt die Chance. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Fast fällt hier der späte Treffer. Da wären sie doch noch in Rückstand geraten, aber dann kommt diese Parade. Henderson. Ballverlust Liverpool. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Lionel Messi. Fabian, er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.
Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Ball ist weg. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Fabian. Da ist Messi. Mbappé. Chance für den Konter jetzt. PSG lauert auf die Chance. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. Robertson. Ball bei Neymar. Den Ball hat die Abwehr. Darwin. Salah am Ball. Sie greifen an. Mohamed Salah ist das. Ja, geht gut dazwischen. Da wäre Platz für einen Konter. Fabian. Mbappé. Klasse Einsatz hier von Van Dijk. Thiago. Salah. Ball ist bei Roberto Firmino. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist gestartet. Ganz, ganz enge Entscheidung. Abseits, das waren Zentimeter. Fabian. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Da ist Van Dijk im Weg. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Neymar mit der Ecke. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Trent Alexander-Arnold. Das könnte die Gelegenheit geben. Roberto Firmino. Ball ist bei Roberto Firmino. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Ball bei Neymar. Jetzt sind es noch 6 Minuten in der Verlängerung. Van Dijk. Das ist Thiago. Robertson. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Ja, er verliert den Ball.
Endspurt in der Verlängerung jetzt. 2 Minuten noch. PSG lauert auf die Chance. Mbappé. Renato Sanchez. Sie schirmen den Ball ab. Fabian. Messi versucht's. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Wir haben immer noch keinen Sieger, also muss jetzt das Elfmeterschießen her. Es wird spannend. Der erste Elferschütze steht bereit. Mein lieber Freund, ein echter Kunststoß und drin. Ein Lupfer in die Mitte, das traut sich auch nicht jeder. Besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen. Der war nicht zu halten. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Direkt auf den Torwart. Ganz schwacher Elfmeter. Super Elfmeter. Das ist Maßarbeit genau oben ins Eck. Klasse verwandelt. Jetzt also das Elfmeter-Duell. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat. Das war eine Riesenparade. Ganz sicher verwandelt. Richtig klasse gemacht. Der Torhüter hält. Da hat aber gar kein Problem mit dem Lupfer. Also mehr Spannung geht nicht, ganz ehrlich. Den muss er reinmachen. Und was ist das für ein Druck? Er hält den Elfer. Da hat er den Lupfer geahnt. Sehr gut gemacht. Und den kriegt er zu packen. Gehalten. Ganz stark gemacht. Jetzt liegt es an ihm. Trifft er, wird ein neuer Held geboren. Und Tor, das ist die Entscheidung. Und erstaunlich, wie ruhig er bei diesem Strafstoß bleibt.